Einen Designerstuhl namens The Harp aus den 1960er Jahren brachten die Brüder Sebastian und Oliver Kester mit in das Pulheimer Walzwerk in Köln. Bereits bei der Ankunft hatte das Brüderpaar mit den Gefühlen zu kämpfen. Denn das gute Stück, welches sie mitgebracht hatten, war ein Erbstück ihrer verstorbenen Mutter. Sollten wir den Stuhl verkaufen, wird unser Herz schon weinen, erklärte Sebastian. Ganze 8000 Euro wollten die Gebrüder für den Designerstuhl haben. Doch schon beim Treffen mit Moderator Horst Lichter, 62, und Experte Detlef Kümmel, 55, stellte sich aber heraus, dass sie die Latte zu hoch angesetzt hatten. Boah, das haut mich jetzt um, reagierte der Entertainer auf die Preisvorstellung von Sebastian und Oliver. Kunstprofi Detlef stellte klar, die Preise für das Möbelstück können zwar zwischen 1500 und 14.000 Euro variieren, seine Einschätzung lag aber nur bei 2.000 bis 3.000 Euro. Ein Schock für die beiden Brüder, die sich nach kurzem Zögern dennoch entschieden, die Händlerkarte von Horst Lichter entgegenzunehmen. Aber auch im Händlerraum lief es für die beiden Verkäufer nicht besser. Denn nach Märten gebote der Händler um Wolfgang Pauritsch, 52, lag der Höchstpreis für das Objekt bei lediglich 1550 Euro. Doch dieser Preis kam für das Geschwisterduo, das in Hildesheim und London lebt, nicht in Frage. Daher brachen sie die Verhandlungen sofort ab. Ich glaube, da würden wir ihn wieder mitnehmen, erklärte Sebastian sichtlich enttäuscht. Und auch sein Bruder Oliver stimmte zu. Oh ja, auf jeden Fall, ließ er laut lachend verlauten. Hatte er etwas die Händler wegen der geringen Gebote ausgelacht? Das Brüderpaar zog also mit dem Erbstück von dannen, sah aber dennoch was Positives an dem Besuch im Pulheimer Walzwerk. Wir haben aber viel erfahren darüber und haben gesehen, dass er vielleicht ideell doch besser bei uns aufgehoben ist, so Sebastian.